Okay, und da sind wir wieder zu einer Runde Dark Souls Daughters of Ashe. Ich sehe schon Creative Element und Xiaomi im Stream. Willkommen. Noch nie so schnell aufgehört, Rick und Morty zu gucken. Oh. Die müsste ich auch mal wieder gucken. Ich habe nach Staffel 3 damals aufgehört. Ist jetzt auch schon wieder ewig her. Die haben ja dann irgendwie ewig Pause gemacht, zu gefühlt, zwischen den Staffeln. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt sind. Irgendwie redet aber auch keiner mehr über die Serie. So, Solaire ist hier. Ich überlege gerade, sollte ich... Ja, komm. Ich mache mal Reverse Hollowing. Einfach, damit wir ein paar Invader hier kriegen können. Ist schlechter geworden nach Staffel 2. Gut, heißt es das nicht immer. Moment, das machen wir aber ordentlich. So, wir haben den Schlangenring brauchen wir jetzt gerade nicht. Gibt es hier irgendwas anderes? Gut, Tiny Beings Ring ist natürlich so eine Sache. Ring of Temptation würde ich jetzt hier nicht unbedingt einsetzen wollen. Wenn wir Humanity kriegen, müssen wir unbedingt hier kindeln. Weil mit 5 Estus und S... Ungerne. So, meinst du, ich krieg's hin, diesen Black Knight zu besiegen, ohne Schaden zu nehmen? Wie viel brauche ich zum... Okay. Komm, 2 Kills noch, dann können wir leveln. Nichts gegen ein bisschen Humanity. Man würde meinen, die Ritter hätten viel davon. So, wir hatten jetzt irgendwie angefangen, Vitalität, Endurance und Strength gleichzeitig zu leveln. So, ich werde das doch wohl jetzt hinkriegen, den noch einmal. Ich habe den gerade ja ohne Hit geschafft. Ich bin es halt gewohnt, die zu kontern. Denn wie wir wissen, wenn man Silver und Black Knights kontern kann, dann sind sie deine Bitch. So, pass auf. Hier war der geheime Raum mit Lord Shrek. Ich erinnere mich. Das ist der Shortcut, den wir von der anderen Seite aufmachen. Ich hatte überlegt, ob wir hier den Arnor Londo Skip durchführen. Aber ich will halt wissen, was jetzt hier an Items alles versteckt ist. Ist der eine Dude nicht hier? Seltsam. Okay, das klingt schon mal wild. Warte, Armor of Favor. Das klingt so, als wäre das für den... Als würde das zum Ring of Favor gehören. Okay, Lord Shreks Rüstung. Habe ich irgendwie noch nie gesehen. Ging es hier nicht lang? Hallo? Moment, hä? Warte, von hier kam ich doch. Nee, das ist richtig.
tun. Wenn sich nicht rausstellt, dass sie auch weg ist. Okay, hier geht's hoch, wo normalerweise, glaube ich, auch später dann, ist es Sigmar oder Siegbert in Dark Souls 1? Ich vergesse das immer. Einfach jetzt schon wieder. Warte, war da auf dem Balkon irgendwas? Das sieht nach Mimik aus. Ist aber keine. So, da ist ein Bogenschütze, der es nicht benötigt hält, seinem Freund zu helfen. Okay, hier wäre normalerweise Onion Bro. Und hier sind die Silver Knights. Okay, das sind meine Schritte. Ich dachte schon, es kommen noch mehr. Ich darf nicht ausholen. Okay, ein Wunder, das uns leider nichts bringt. Das kriegen wir auch erst jetzt, das ist auch... Ah, okay, wir sind wieder hier. Gut, dann kämen wir einmal zum Bonfire zurück. Ja, wir wollen natürlich aus dem Humanity, die wir vorhin geopfert haben, möglichst viel rausholen. Wir haben ja jetzt gerade dadurch die erhöhte Gesundheit. Letztens wieder so viel Dummheit ertragen müssen, da wäre es gut, wenn wir Menschen zu Rini tatsächlich Gehirnzellen besitzen. Das klingt nach jeder Menge Leid.
Oh, warte, so viel bringt der Shortcut gar nicht. Schnell zum Bonfire. Also die Black Knights mit einem Strength Build ist auch irgendwie nicht so. Wie kritisch darf der Twitch-Chat werden? Kommt drauf an, mit was du dich wohlfühlst, dass es im WoT zu sehen sein wird. Moment, was? Ich hatte einen Kontakt der dritten Art, als meine Kundin einen Gardena-Anschluss in der Garage als Telefon. Was? Hä? Gardena klingt irgendwie nach dieser einen Marke, die man im Gartenhaus findet. Also in der Gartenabteilung von Obi. Oh, jetzt folgen die mir natürlich. So viel zum Thema, wir behalten die Humanity. Wir nutzen das schön aus, dass wir menschlich sind. Schluss für Wasser. Okay, es klingt wild. Okay, er kommt auf, also ihn aggroen wir auf jeden Fall. Das ist also nicht so günstig. Mal das mit der Wasserkühlung vom PC verbinden. Creative stellt die wichtigen Fragen. Es gibt keine Hin auf 1/4 Zoll Adapter, so geht es. Das wäre einfach. Ich musste gerade vorstellen, wie jemand seinen PC im Gartenhaus aufstellt. Und dann wirklich die Wasserkühlung so betreibt. Extra mit dem Regenwasser aus der Zisterne. So, jetzt sind wir wieder hier. Wahrscheinlich gibt es auch Internet zukünftig mit der Wasserhaltung, weil es schneller geht als das andere, was wir hier haben. Ich glaube, werden nicht sogar teilweise Glasfaserleitungen durch die Wasserrohre
Nee, ich bin mir gerade nicht sicher. Es ging, glaube ich. Irgendwas in der Richtung ging, glaube ich, auch. Also es gibt, glaube ich, eine Methode, die das nutzt. Aber ansonsten geht es halt meistens darum, dass wenn so Leitungen verlegt werden, auch direkt Leerrohre gelegt werden sollen, damit man da später problemlos Glasfaser durchschießen kann. Da kann ich einen Rassensprenger dran machen. Das Einschießen in die Wasserleitung machen einige Stadtwerke. Ich bin leider selber nicht mehr so in dem Thema drin wie früher. So, ist hier wieder der Titanite Demon? Nein, hier ist nur ein. Nur ein Silver Knight. Wahrscheinlich eine. Ist das eine Mimic? Warte, wir machen erst den Shortcut auf. Lass mich raten, der Titanite Demon ist jetzt. Okay, er ist nicht da. Ihr seid alle so gechillt. Warum sind die alle so gechillt? Okay, das ist schon mal keine Mimik. So. Shortcut offen. Ihr könnt noch einmal leveln. Ja klar, da poist er jetzt einmal durch. So viele Kisten hier, die aussehen, als könnten sie Mimics sein, aber dann ist es... Lustrous Rune, warte. Ist das das Ding, womit wir in den... Ist das das Crest of Artorias, mit dem wir dann zu Sif gekommen wären? Nein. Resonates with special weapons. Aber was mache ich damit? Es gibt ja jetzt diese Runic Weapons, aber ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Hast du schon mal Settlers United genau nachprogrammiert, nur um nicht Discord nutzen zu müssen? S4 als Belohnung ist es nicht wert. Oh. Okay, die sind immer noch da. Aber wir gehen einmal erstmal rum zum Giant Blacksmith. Ich bin mal geschaut, ob der noch da ist. Gegen N4 Remake hätte ich nichts.
Hallo. Voltaic Great Club. What? Das gibt aber dann Lightning Damage. Smooth Hammer. Das ist ja so ein Ding, wo ich überlege, ob wir das tun sollen. 58 Stärke. What? Da brauchen wir ja schon 40 allein zum zweihändig halten. Ah, wir kriegen Titanite Shards, wir kriegen Large Titanite Shards. Green Titanite kriegen wir, Twinkling Titanite. Komm, wir kaufen einfach mal die beiden. Da können wir gleich den Shortcut hier mal aufmachen. Nicht, dass es so viel bringen würde im Moment. So, hier oben war vorher auch noch ein Item gewesen. Da ist eine Mimik. Oder nur eine Kiste. Ich hoffe, es ist eine normale Kiste. Weil hier eine Mimik... Das wäre fies. Okay, ist eine normale Kiste. Das ist ein Starter-Item. Brim, was soll das? Aber O und S möchte ich ehrlich gesagt nicht mit 5 Estus machen. So, wir machen kurz das auf. Da bewacht jemand die Fog Door. Oh, es ist wieder ein Arnor Londo Archer. Soweit, so normal. Das Gefühl, Smo ist ein wenig agiler, als er sonst ist.
Oh, das wird ja gar nichts mit der Geschwindigkeit, mit der wir zuschlagen. Ich habe das Gefühl, er nimmt auch. Also, ich habe das Gefühl, Ornstein ist resistenter gegen physischen Schaden als vorher. Also, als ob ich mit dieser Waffe so wenig Damage gegen ihn mache. Das ist immer eine Stärkewaffe. Ich erwarte, dass die ein bisschen mehr reinhaut als 192. Ich weiß gerade wirklich nicht, ob das nur Placebo ist oder ob sich Smough wirklich schneller bewegt. Aber vielleicht auch einfach, weil ich nicht so einen beweglichen Bild spiele wie sonst. Ich bin ganz dezent der Meinung, dass wir noch nicht hier sein sollen. Wieso habe ich die Skull Lantern noch in der Hand? Ah, Humanity. Eher ein Burger King-Bild, kann das sein? Er ist halt ein bisschen korpulenter, okay. Ich hätte schon gerne jetzt das Lord Vessel, to be honest. Na, wir müssen schon richtig kindeln. Die Amerikaner-Challenge. Jetzt ist aber... Jetzt hauen wir aber raus. So, wir probieren es mal mit 20 Estus, weil da kann ich anders an den Kampf rangehen. Ich hätte auch mal nichts gegen eine weitere Feuerhüterseele. So nebenbei, Spiel. Fände ich langsam mal gut. Wie sieht es Equip-Load technisch aus? Ja, noch ziemlich schwer alles, was wir haben. Warte, da drüben ist das, da drüben ist Sunbro. Sollen wir Sunbro beschwören? Also es ist eine Option. Ich will jetzt keine Humanity wasten, indem ich hier sterbe.
Aber die Boss-Runs, muss ich echt sagen, sind nicht unbedingt besser geworden. Danke, Dark Souls. Danke. Wenn das mal keine gewastete Humanity war. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Daughters of Ashe will, dass man mehr Zeit menschlich verbringt, was auch Sinn macht wegen der ganzen NPCs, die auch neu erstellt wurden, die einen invaden. Aber dafür ist, finde ich, halt Humanity viel zu wertvoll. Also man kriegt es irgendwie seltener. Man findet es seltener. Wenn man es jetzt nicht gerade aktiv grindet. Bringt die Menschlichkeit. Also normalerweise bringt es halt nur, dass du halt NPCs beschwören kannst und selber von ihnen invaded werden kannst. Beziehungsweise auch von anderen Spielern. Aber hier bringt es halt auch nochmal dazu, dass wir noch einen HP-Bonus kriegen. So wie in Dark Souls 3 auch mit der Ember. Und das war zu früh. Ja klar, Tritt ist natürlich, das wollte ich machen, da er ja auch in Trittreichweite ist. Ganz ehrlich, ich hab noch nie absichtlich einen Gegner getreten. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Aber wenn ich es nicht will, dann passiert es natürlich. Ich sehe, Ornstein glitscht immer noch mit seinem Raketenangriff rum. Ihn Poise breaken kann man auch vergessen. Ich glaube, ich wollte in Dark Souls nie die Menschlichkeit einsetzen, weil das mich so angewidert hat. Was? Ich bin halt so ein Typ, ich bin halt sehr Typ Spieler, der halt sagt, ich brauch's vielleicht später nochmal. Also echt, normalerweise musst du in Dark Souls 1 auch nicht viel Menschlichkeit einsetzen. Wofür es sich halt lohnt, ist, wenn du die, Lagerfeuer halt hochlevelst, dass du mehr Estus rauskriegst. Also selbst ohne den Rite of Kindling kommst du damit auf 10 Estus. Aber ich will jetzt auch nicht ohne das Lord Vessel zu Sans Fortress zurückkehren. Aha, er hat eine Dreier-Kombo. Ich muss der Versuchung widerstehen, ihn pancaken zu wollen. Technisch habe ich auch nichts Besseres, oder? Nein. Ringtechnisch wird es auch nicht besser.
könnte mich natürlich ausziehen. Ich weiß aber nicht, ob ich damit auf eine Fast Roll käme. Na komm, greif an. Wir testen mal ganz kurz. Wenn ich mich ausziehe. Ist das eine Fast Roll? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir sind knapp drunter. Oder knapp drüber. Warte, wenn ich auch die... Das ist Fast Roll. Letzter Satz vorm Switch-Bahn. Nee. Das würde voraussetzen, dass Twitch seine Regeln auch konsistent ohne Favoritismus durchsetzt und nein, das passiert nicht. Hallo, also was ist passiert, als das mit den ganzen Pool-Streamern angefangen hat? Am Ende, oder mit den ganzen Hot-Tub-Streamern, am Ende gab es eine eigene Kategorie dafür. Aber ich habe vor einer Weile nochmal, bin ich daran erinnert worden, dass man Honeypop nicht auf Twitch streamen darf. Beide Teile. Das hat zwar einer riesigen OnlyFans-Karriere. Ich glaube, so hot bin ich nicht. Was ist das, was man nicht streamen darf? Das ist ein Match-Free-Dating-Game. Ist okay, du darfst auch noch mal einen anderen Angriff machen, Smo. Also muss ja echt sagen, je nach Bild ist O und S ja echt eine Tortur. Weil wir müssen ihn jetzt eigentlich kiten und so, dass Ornstein. Beziehungsweise, das Ding ist, ich kann Ornstein nicht angreifen, ohne selber Schaden zu nehmen, weil er sich nicht staggern lässt. Was mit der Waffe, die ich habe, eigentlich echt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Sie haben Gay Robot Sex eingefügt. Was? Wow. In welche Richtung rolle ich hier eigentlich? Aber mehr als weglaufen kann ich hier auch nicht. Ich weiß gerade beim besten Willen nicht, wie ich das machen soll, weil wie gesagt, ich kann Ornstein nicht angreifen.
Ohne zu traden. Und wenn ich mit ihm traden muss, dann verliere ich. Wieso kann ich ihn mit dieser Waffe nicht staggern? Hast du das Video angeguckt, das ich über Ultrakill geschickt habe? Ja. Nichtsdestotrotz wird mein Streamplan nicht in naher Zukunft hergeben, dass ich das streame. Ich hätte mal noch ein paar Homeward Bones kaufen müssen. Ich habe ja jetzt nur noch die zwei. Ich will mal jetzt gerade wissen. Denke ich das nur, da haben die O und S wirklich schwerer gemacht. Daughters of Ash. Ornstein und Smo. Ornstein und Smo haben sogar ihren eigenen Wikipedia-Artikel. Aber jetzt nichts Spezifisches zu Daughters of Ash. Was hast du denn bis jetzt zum Spiel? Hä? Was soll ich zu einem Spiel sagen, was ich nicht gespielt habe? Da bin ich greedy geworden. Jetzt habe ich ihn mal gestaggert nach 3 Treffern. Das so zu Ultrakürzen sind durch Video gesehen, dass das. Was soll mir das sagen? Was erwartest du jetzt von mir? Die Packung gefällt. Ich will es irgendwann bestimmt mal spielen, aber wie gesagt, ich weiß im Moment nicht mal, ob ich langfristig die 2 Streams die Woche weiter durchführen kann, geschweige denn die 3, die ich jetzt die letzten 2 Wochen gemacht habe, wo ich noch sonntagsabends gestreamt habe. Ich sag ja, der Tag hat nicht genug Stunden. Und ich sage das als jemand, der im Moment hauptberuflich Geringverdiener ist. Ja, triff einfach nicht, ist okay. Jetzt müssen wir einfach wieder warten, bis Ornstein einmal charged.
Ich glaube, du wirst in deinem Leben nur noch wenige Spiele weit kommen. Wie kommst du auf die Idee? Au. Oh, Smough lacht aber auch immer so, ist immer so dreckig, wenn er einen getroffen hat. Natürlich, spring gegen die Wand. Okay, das war jetzt gerade aber mehr Glück als Verstand. Der Typ mit den Man-Boobs hier ist übrigens so ein richtig komplett kaputter Henker, der seine Opfer, den Knochenstaub seiner Opfer dann auch noch irgendwie in sein Müsli schüttet. No joke, das ist sein offizieller Lore. Protein. Ja, aber er ist trotzdem Kannibale. Und das Protein sieht man. Das ist gefährlich an den beiden, dass wenn die einen halt einmal fies erwischen, dann kann das halt schon ein Todesurteil sein. Also im Vergleich zu Elon Musk ist halt jeder Mensch hauptberuflich Geringverdiener. Elon Musk ist hauptberuflich 7 Jahre alt. Wie man sieht, wie er... Also ich verstehe nicht, wie eine Firma wie SpaceX staatliche Gelder kriegt, die an die NASA hätten gehen können. Während er halt Twitter sich halt aufführt, echt wie so ein 7-Jähriger. Und das ist eine Beleidigung immer noch an 7-Jährige, weil... Ein 7-Jähriger hat Twitter besser geführt und nicht gesagt, haha, ich hab's in Titter umbenannt. Ich bin so lustig. Ah, da sieht man übrigens hier. Okay, Smough ist, nicht Smough, Ornstein ist, absolut bugfrei. Auch hauptberuflich 7-Jähriger sein. Wollen wir das nicht alle? Ich bin da tatsächlich im Moment auf der Suche nach einem ordentlichen Mastodon-Client, weil Hootsuite ist leider nicht kompatibel mit Mastodon, soweit ich das bis jetzt sehen kann. Ich habe zwar einen Mastodon-Client gefunden, aber der gefällt mir noch nicht so wirklich. Und danach werde ich wahrscheinlich auch... Also ich werde Twitter noch nicht komplett, weil ich es halt noch für ein paar Sachen nutze, aber ich werde wahrscheinlich zumindest dann, oder möchte ich zumindest dann Twitter aus meinem Linktree rausnehmen, dass ich halt nicht mehr Leute aktiv dorthin schicke. Komm, ein Treffer noch. Dann gehen wir in Phase 2. In Phase 2 müsste eigentlich dann okay sein. Komm schon, Ornstein. Also mit so einem unbeweglichen Bild ist dieser Kampf halt echt ein Kite-Fest.
kannst gerne hauptberuflich ein frustrierter Mittelständler werden. Du klingst, als würdest du aus Erfahrung sprechen. So, komm, Smo, mach deine Arschbombe. Ich habe das Gefühl, die beiden haben höhere Resistenzen. Nur verdient man schon sein Geld als hauptberuflicher 7-Jähriger. Wenn deine Eltern eine Diamantmine besitzen, ist das natürlich schon mal ein guter Anfang. True. Deshalb habt ihr auch das Recht, jeden auszulachen, der behauptet, Elon Musk sei self-made. Geht auch in Schwefelmine. Nur weil du das Schwefelminen-Oligopol hast. Okay, ich merke gerade, der Griff von seinem Hammer fehlt nicht zur Hitbox. Weil sonst wäre ich schon sowas von tot. Bei seinem Hammer gilt übrigens echt als Nachteil, dass der so riesig ist, dass die Kamera blockiert wird. Stell dir vor, du musst so eine Waffe balancieren. Absolut OP, aber der Spieler sieht nichts. Ah, jetzt ist aber Seele des Smo. Anders hätte ich es auch nicht haben wollen, weil wir werden keine Dex-Waffe haben wollen später. War doch jetzt am Ende doch gar nicht so schlimm, aber es ist halt echt ein Geduldsspiel. Also sorry, O&S ist... Es gibt bessere Doppelbosskämpfe. Und wie sehr dieser Kampf nervt, hängt halt sehr stark vom Bild ab. Thou hast journeyed far and overcome much, chosen undead. Come hither, child. Darf ich die Tür aufmachen? Hallo, sollst du die Tür aufmachen? It's locked. Oh, wir dürfen sie nicht... Wir dürfen nicht Amazing Chest Ahead sehen. Das war so klar. Oh, chosen undead. I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father is formed, it obscureth. I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. You may warp to special bonfires. Ich glaube, das ist auch eine geänderte Beschreibung. Seed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. So, was muss ich tun, um diese Tür aufzumachen und Amazing Chest sehen zu dürfen? Gibt's hier oben irgendwo noch was? Ich glaube nicht, oder? Es wäre doch weird, wenn hier nicht wenigstens irgendwo was platziert worden wäre. Du kannst doch nicht so einen ewig langen Raum haben und hier nichts platzieren. So.
So, zwischen welchen Bonfires dürfen wir jetzt warpen? Ich habe das Gefühl, dass Lord Vessel könnte jetzt weitaus weniger cool sein, als ich erwartet habe. Firelink, Abandoned Church, Arnor Londo und The Nursery. Gut, der Rest ist auch jetzt nicht so der Rede wert, ne? Wobei doch, Lost Isolephant. Wo doch, ja, bei The Nursery, aber... Ansonsten... Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon den Four Kings stellen will. Aber das könnten wir jetzt theoretisch. Können wir jetzt in Darkroot Garden? Weil es hieß ja, only to the Knights of Gwyn. Aber wir sind jetzt noch kein Knight of Gwyn, oder? Das klingt ja irgendwie nach, als wäre es ein Covenant oder als müssten wir irgendein Item finden, was hier in Arnor Londo ist. Ich hätte auch gerne langsam mal eine +15-Waffe. Aber zumindest können wir jetzt schon mal von jedem Bonfire aus warpen. Wir können halt nur nicht zu jedem Bonfire hinspringen, wo wir hinwollen. Komm, wir machen einen Damage, weil allein schon für die Four Kings werden wir später noch gut Damage brauchen. Oder? Andererseits, wir brauchen eigentlich an allem. So. Wo gehen wir als nächstes hin? Komm, wir gucken mal nach, ob wir jetzt in Darkwood können. Wir können mal gucken, ob wir jetzt vielleicht die Hydra... War ich da schon mit dem Tower Shield? Kann man das jetzt sich überlegen, ob man das tut? Auf jeden Fall können wir jetzt deutlich freier erkunden, einfach weil wir viel besser überall hin können. A dark presence has emerged in the basin. Okay, das klingt, als könnten wir da jetzt rein. Oder müssen wir den... Es gibt ja auch noch den anderen Weg. Das habe ich vorhin gar nicht probiert. Also damals gar nicht probiert. Das müssen wir mal gucken. Ich weiß, dass Sif nicht da ist, wo er normalerweise ist. Beziehungsweise jemand hat Sifs Platz eingenommen. Kann man noch mal darüber? Ich habe es beim besten Willen nicht mehr im Kopf. Nee, only granted to the Knights of Gwyn. Wir sind kein Knight of Gwyn bis jetzt. Warte, Knight of Gwyn. Reden wir vom Sunbrow Covenant? Weil ich wüsste jetzt beim besten Willen nicht, wie wir da hinkommen sollen. Also abgesehen davon, dass der Covenant eine recht hohe... Also zumindest im Original hat er ja einen recht hohen Faith Requirement, der runtergeht mit jeder Kooperation. Da diese Mod ja für offline gedacht ist, würde ich denken, dass da vielleicht ein bisschen geschraubt wurde. Aber ich glaube, die größere Schwierigkeit ist viel eher noch überhaupt zum Covenant hinzukommen, weil ja der Drache noch da ist. Oder der Drake. Ist ja kein richtiger Drache. Und da waren wir noch gar nicht weitergekommen, wie man den ohne Ranged Weapon besiegen soll. Ich meine, wir haben jetzt den Dragonslayer Bow. Vielleicht ist der auch genau das, was dafür gedacht ist. Weil ich gar nicht weiß, ob der nicht sogar zu viel Dex braucht. Wie viel Dex braucht der? Dragonslayer Great Bow.
20. Wir haben 9. Also okay, ist das auch keine Option. Ich wäre für 15 Stunden weg. Ah, ja. Warum glaube ich dir das nicht? So, wir müssen mal kurz die Knights töten. Okay, der Schild schützt uns. Also wir waren noch nicht mit dem Schild hier. Er schützt uns zumindest schon mal dann, wenn... What the fuck? Das Vieh hatte ich aber nicht in Erinnerung, dass das hier war. Also ich finde es nicht so gut, dass die Hälfte der Köpfe gefühlt irgendwie in der Umgebung festhängt. Na kommt. So, ich traue dem Wasser nicht. Ich weiß nicht, wie weit ich nach vorne kann. Wir können ja einfach noch hier gehen und gucken. Also ganz ehrlich, der eine Kopf da macht mir nicht so riesige Sorgen. Ach du Scheiße. Okay, dafür ist hier so ein Bro. Stone Leggings. Also falls wir später hier durchhebeln wollen. So, liebe Hydra, bitte komm hierher. Bis da können wir.
Tschüss, Hydra. War schön mit dir. So. Rusted Iron Ring. Warte, wir können noch gar nicht zu Four Kings. Ich habe das Lord Vessel, aber ich habe noch nicht den Covenant of Artorias. Das fällt mir natürlich jetzt erst ein. So, da, das ist der Weg, den wir normalerweise gehen müssen. Oder den man ohne die Tür, wo wir nicht durch können, gehen würden. Ist das schon... Das ist einfach schon der Weg ins DLC. Wir können schon ins DLC. Da ist eine Mimik oder eine Chest. Wir können schon ins DLC, ohne dass wir mit Dusk irgendwas machen mussten. Also ich hätte gedacht, dass man... Dass sie halt nicht nur Dusk, sondern auch den... Den DLC-Eingang in den Turm verlegt hätten. Warte, das heißt, wir brauchen auch kein Pendant? Wir können direkt ins DLC? Okay. Die Hand ist jetzt rot. Hier wollte ich eigentlich jetzt aber noch nicht hin. Aber wir haben die Hydra getötet, die respawnt ja nicht. Also von daher haben wir schon mal das Wichtigste erreicht. Wir gehen dann mal kurz Homeworld Bones kaufen. Jetzt kommen beide hier ran. Warte. Jetzt kommen die Gargoyles? Hä? Wieso kommen jetzt die Gargoyles? Also wenn ich jetzt nicht hierhin zurückgewollt hätte, hätte ich nicht gemerkt, dass die Gargoyles, dass die überhaupt jetzt da sind. Heißt das, jetzt darf ich auch die Glocke läuten? Aber was bringt mir das noch? Ich kann doch sogar schon ins DLC. Ich bin so verwirrt.
Okay, die Gargoyles wurden auch gebufft. Aber gut, er ist ja auch jetzt viel später in der Progression. Komm, ich will seinen Schwanz abschneiden. Ultimate Smash ohne Kontext. Okay, jetzt sind sie zu zweit. Danke, Dark Souls. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Die sind jetzt einfach so gebufft, dass sie da plus 10 Waffe standhalten können. Ich frage mich jetzt gerade wirklich, was die Mindestvoraussetzungen sind, um ins DLC zu dürfen. Hätten wir nur die Hydra, also einfach nur das, hätten wir einfach nur da durch uns kämpfen müssen? Weil das würde bedeuten, dass wir theoretisch schon von Anfang an rein können. Ich denke mal, dass das Befreien mindestens mal eine Voraussetzung ist. So, warte, kann ich... Was wollte ich jetzt? Ich wollte gucken, ob es irgendwie noch einen besseren Ring gibt, den wir hier benutzen können. Bleeding und Poison Resist können wir haben, aber ansonsten nicht wirklich was. Ich wollte doch nur ein paar Homeward Bones haben. Thank you.
Kann ich überhaupt geht das überhaupt noch, dass man ihm den Schwanz abschneidet? Ich fände es ja nicht so schlimm, wenn der Boss-Run nicht so kacke wäre. Aber ich will Homeward Bones. Ich komme da nur mit einem Homeward Bone raus. Und danach hätte ich nur noch einen einzigen übrig. Also den Bosskampf müssen wir schaffen. Minus mehr Agron. Natürlich, er preust sich da einfach durch. Okay, das war jetzt sogar ein Overkill. Nur einmal zweihändig treffen. Könnt ihr vielleicht nicht dauerhaft Feuerschwein? Das wäre sehr, sehr nett. Oder euch zumindest staggern lassen, wenn ihr Feuer speit. Trigger ich den zweiten, wenn ich hier rüber gehe? So, lass mal gucken. Was ist die Gargoyle Tail Axe? War das eine Dex-Waffe oder war das eine Strength-Waffe? Keine Ahnung, ich wollte sie einfach haben.
Humanity. Warte, wir gehen zurück, dann nutzen wir das gerade. Kindeln können wir hier ja nicht. Aber wenn wir schon die Gelegenheit bekommen, menschlich zu werden, nutzen wir das auch. Hey Creative, willkommen zurück. Ich wollte schon fragen, wann die 15 Stunden um sind. Creative, hattest du die Gargoyles damals noch geschafft? Bevor du aufgegeben hast? Hier oben auf der Kirche, die zwei. Also, ich habe ja am Anfang, ich glaube beim ersten Stream zu dieser Mod, habe ich mich gewundert, wo die sind. Ja, jetzt wo wir O und S besiegt haben, sind sie hier. Ich wollte eigentlich ein paar Homeward Bones holen, damit wir halt im Zweifel immer zu einem Bonfire zurück können. Es gibt ja hier noch keine Aged Feather oder so, wo man das dann halt unendlich machen kann. Und dann ging auf einmal der Bosskampf los. Ach stimmt, hier kann man ja auch Solaire. Gut, Lord Shrek haben wir ja schon abgemurkst, das heißt, er kann uns hier nicht helfen. So, wir haben aber schon seinen Schwanz abgeschnitten. Okay, es scheint nicht den zweiten zu triggern. Boom. Jetzt zum zweiten Mal gibt es natürlich keine Waffe mehr, aber zumindest... Zumindest hat er jetzt seinen einen Angriff nicht mehr.
kann deine Erklärung gerade nicht lesen, Grete. Wir müssen es hinkriegen, dass einer von denen verreckt. Idealerweise der, der schon angeschlagen ist. Shit. Ja klar, natürlich. Ich war jetzt natürlich noch in seiner Reichweite. Und ich werde einmal an der Durchführung einer Zeitreise gearbeitet, wenn man dann 14 Stunden und 45 Minuten zurückreisen kann. Oh ja, das klingt sehr nützlich. Weißt du, selbst die Art Zeitreise, die das Universum nicht komplett auseinanderreißen würde, wenn du einfach nur dein Bewusstsein in deinen Körper zu dem Zeitpunkt oder an dem Ort, wo du warst, schicken könntest, wäre halt durchaus nützlich. Halt nicht nur, um Fehler zu korrigieren, sondern du kannst alles, was nur darauf basiert, dass du dir Wissen aneignest, in deiner eigenen Zeit tun. So, willst ein Buch lesen? So, kannst du machen. Wenn du fertig bist, dann drehst du einfach die Zeit wieder zurück, machst das Lesezeichen an die richtige Seite und kannst die Zeit auch nochmal nutzen. Hallo, willst du nicht vielleicht mal... Ich glaube, wenn er in der Haltung ist, kann er parieren. Du beschreibst gerade praktisch den Plot-Twist eines gewissen Spiels. Outer Wilds oder Undertale? Gut, Undertale hat eine modifizierte Version davon, aber es ist ja ungefähr das Gleiche. Spiel einfach Outer Wilds. Ja gut, ich wusste schon, dass du praktisch in der Zeitschleife bist. Und daher dieses Zeitlimit auch kommt. Hast du mal im täglich grüßt das Murmeltier gesehen? Ich habe das Gefühl, der zweite Gargoyle hat auch mehr HP, als er sonst hat, ne? Nicht gesehen. Das ist ja so der Großvater der Zeitschleifenfilme, auch wenn es tatsächlich nicht der erste war. Also tatsächlich die Star Trek Episode Cause and Effect, die ein sehr ähnliches Thema behandelt, war tatsächlich schon vorher da. Auch wenn es manche Leute dann die Groundhog Day Episode nennen. Es scheitert ja nicht daran, dass es nicht spielen will.
Ja klar, jetzt macht er natürlich beide synchron. Ich hatte an, dass du eher Dark Souls spielen. Tut mir leid, dass ich die Mod auch gerne mal zu Ende spielen möchte. Solange ich sie nicht zu Ende gespielt habe, kann ich kein Video darüber machen. Solange ich kein Video darüber machen kann, liegt das ganze Material auf meiner Festplatte. Und müllt die zu. Möchtest du immer noch mal deine Steam Wishes zu Ende spielen? Das wird nie passieren, weil sie immer länger wird. Ich suche ja inzwischen schon gezielt praktisch nach Spielen, die kurz sind. Wo du nicht 10, 20, 30 plus Stunden reinballern musst. Sondern wo du halt auch wirklich nach 2, 3, oder vielleicht wo du wirklich nach einer Session schon alles gesehen hast. Und was soll ich über Outer Wilds für tolle Videos machen, die nicht ins Spoiler-Territorium reingehen? Ich dachte, bei Outer Wilds ist das Ding, dass man sehen will, wie die Leute diesen riesen Mind-Flash haben. Und falls du es noch nicht gemerkt hast, die Leute erwarten Siedler-Content von mir. Das heißt, da muss ich auch liefern. Die Leute sind zu 50% ich und erwarte Outer Wilds Content. Was willst du jetzt tun? Hast ja recht. Ich habe letztens noch drüber nachgedacht. Ich glaube, Outer Wilds und The Forgotten City, einfach weil das ja so Erfahrungen sind mit nicht so mega viel Wiederspielwert, könnte ich wahrscheinlich sogar noch damit durchkommen, die als Gewerbeausgabe abzusetzen. Weil ich glaube, private Nutzung wird da nicht groß passieren. Ich habe noch nicht mal die Steuererklärung vom letzten Jahr gemacht. Das muss ich auch noch tun.
zu spielen, habe ich dir auch schon eine genannt. Keines davon ist jetzt gespielt. Ja. Du wirst auch noch in ein Alter kommen, wo du deine Zeit einteilen musst. Was meinst du, warum ich grundsätzlich inzwischen nichts mehr spiele, was Free-to-Play ist? Und MMOs auch meide? Warum meine Warframe-Zeiten vorbei sind? Und ich auch keinerlei Geduld mehr für irgendwas mit sketchy Monetarisierungstaktiken habe? Weil ich erwarte, dass Spiele jetzt meine Zeit respektieren. So, ich brauche den Gargoyle mit der vollständigen Rüstung. Der muss weg. Er kommt nach vorne. Okay. Da musst du die Musik einmal neu starten. Deshalb möchte ich auch die Unsterblichkeit erfinden, aber dafür finde ich die Zeiten. Das nennt man einen Catch-22. So, Nummer 1. Der Rest sollte ja jetzt wohl machbar sein. Bronzeschild. So, 25.000 haben wir. Wie viel kriegen wir? Oh, da haben wir jetzt zwei Humanities bekommen. Wie viele Seelen kriegen wir dafür? 30.000. Also dafür, dass der Kampf gefühlt doppelt so schwer ist. Komm, wir geben mal 10.000 Seelen dafür aus. Mit so viel kamen wir ja her. Hi Striker, willkommen zum Stream. Du hast gerade verpasst, wie wir richtig gegen die Gargoyles gestruggelt haben. Weil die kommen mit der Mod jetzt nach O und S. Und dementsprechend gebufft sind sie auch. Gut, ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt, glaube ich, sogar schon plus 15 Waffen haben, aber wir haben die Very Large Ember noch nicht. Und ich weiß nicht, wo sie ist. Ich habe zwar eine Vermutung, wo sie sein könnte. Aber dann ist die nicht so leicht erreichbar. Gauntlet zu weak. Also, das können wir immer noch nicht. Hä?
Dark Souls 1 muss ich auch mal gönnen. Dark Souls 1 ist mega. Generell die Reihe. Auch wenn 2 ziemlich getrashed wird. Aber in Erfahrung sind sie alle. Man muss halt dazu sagen, dass es sind keine fehlerfreien Spiele. Sekiro habe ich tatsächlich selber noch nicht gespielt. Muss ich auch noch machen. Elden Ring habe ich auch noch nicht. Ich wollte auf jeden Fall erst noch Sekiro, aber ich komme halt einfach nicht dazu. Beziehungsweise ich habe aber halt, wenn ich diese Spiele anfange, auch immer auf 100% gemacht. Bei Dark Souls 1 muss man sich halt bewusst sein, es hat nicht so die Quality of Life Features, wie es Elden Ring hat. Oder selbst Dark Souls 3 hat. Aber die Bezeichnung, ja, fehlerhaftes Meisterwerk trifft das ganz gut. Also ich glaube, solange du nicht, dass du durch Elden Ring zu verhätschelt bist. Das kann gut sein, aber ich würde sagen, es ist es durchaus wert, das zu versuchen. So, das war jetzt aber nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Jetzt habe ich die ganze Zeit den Abstecher gemacht zu den Gargoyles, weil die mich total überrascht haben. Aber eigentlich wollte ich nach Darkroot, weil wir gerade die Hydra gelegt haben und dann entdeckt haben, dass wir schon ins DLC können. Was eigentlich auch noch nicht der Fall sein dürfte. Aber gut, man muss dazu sagen, um ins DLC zu kommen, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Leute da ohne Guide drauf gekommen sind. Weil das ist so random. Ich glaube, so Spiele sind auf Steam so gut wie nie im Sale. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich sie im Sale erwischt habe. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass man auf Steam nicht Spiele, die man schon besitzt, auf der Liste behalten kann, um halt zu erfahren, wenn sie im Sale sind, falls man die Freunden schenken will. Ach warte, ich bin dran vorbei. Ich bin es so gewohnt, durch diese Tür zu gehen. Aber das dürfen wir jetzt nicht. Warte, Knights of Gwyn, wenn wir durch die Tür... Artorias war doch ein Knight of Gwyn. Heißt das, dass wir den DLC eigentlich schon machen sollen? Hä? Weil nur weil wir schon ins DLC rein können, ist das ja nicht, dass der jetzt an dem... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er den DLC schwierigkeitstechnisch runtergeschraubt hat, damit der halt früher spielbar ist. Ich glaube, in Dark Souls 1 gibt es auch nicht so groß Strategien, die darauf basieren, dass du früh in den DLC gehst, weil du kommst nicht normalerweise nicht rein, bevor du das Lord Vessel hast. Anders als zum Beispiel jetzt in Dark Souls 3, wo du halt durchaus schon mal früh ins DLC gehst, um halt bestimmte Crafting-Materialien zu kriegen. Aber wenn es stimmt, was hier ist, dann hoffe ich, dass der Bosskampf entweder nicht so krass ist oder da irgendwie ein Bonfire platziert wurde. Vielleicht das, was an dieser geheimen, was bei der hinter der geheimen Wand gewesen wäre. Weil sonst wird das, glaube ich, ein nerviger Bossrun.
Wir können auch ansonsten auch gleich mal das Lord Vessel placen und gucken, was passiert. Weil die ganzen goldenen Wände, die normalerweise da sind, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Fällt auch gerade ein, in Anor Londo waren auch noch zwei Kisten, die von diesen Riesenwachen beschützt wurden. So, ich glaube, da vorne war die Leiter. Ich bin jetzt ans Zelt erinnern wollen. Ich habe mir jetzt halt eben Superhaut geholt. Weiß ja schon, dass wir das werde ich mir natürlich auch für die Event holen werden. Boah, du, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, du bist so ein bisschen salzig. Ist aber nur so ein Gefühl. Ich muss mich jetzt immer als schlechten Mensch entstellen und immer schon zeigen, dass ich es besser mache. Okay, ja, hier wurde ein bisschen unsauber gearbeitet, aber ich erinnere mich gerade, weil wir das Gebiet ja im DLC in der Vergangenheit sehen. Letztens Baldur's Gate 3 geholt. Baldur's Gate 1 habe ich mal, das war mal irgendwann in der Computerwelt Spiele dabei und ich habe es dann so ein bisschen versucht, das Lösungsbuch zu spielen. Aber ansonsten war ich einfach viel zu blöd dafür. Okay, wir gehen zwei Wege lang. Okay, das sind die Viecher. Dass hier überhaupt was ist. Ich gehe diesen Weg so selten. Ich war überhaupt nicht mehr bewusst, dass hier überhaupt was ist. Wraith Rune. Was tun diese Runen? Was tun diese Runenwaffen? Ich verstehe es nicht. Wenn wir One-Shot gehört. Nee, das sagt mir tatsächlich nicht. Da vorne ist die Tür. Wir kriegen die Tür wahrscheinlich auch nicht von der anderen Seite aus auf, oder? One-Shot sagt mir gerade nichts. Ich dachte, da steht jemand. Da drüben. Aber können wir hier lang, ohne dass wir die triggern? Ihr hört mich nicht, ihr seht mich nicht. Moment, er steht aber normalerweise nicht da, wenn man... Oder? Steht Udi jetzt nichts da, wo es sein soll. Bros, ich will mit eurer Katzenlady sprechen, okay? Wenn ihr mir das jetzt das Gespräch versaut, werde ich sehr, sehr böse.
Laut Steam ähnlich wie Undertale und Omori. So. Is it not so that thou art new? Thou fared well to find me, but comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Well, indeed. I'm Alvina of the Dark. I command. What does that mean? Oh, yeah. But this is thine, Stubbunch, if thine mind should be altered. Wir erkunden jetzt mal gerade kurz hier. Kriege ich die Tür auf? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Wahrscheinlich nicht. Wow. Was soll ich sagen? Der haut gut rein, oder die? Darf ich im Twitch-Chat Fragen über deine Steam-Wunschliste stellen? Ja, klar, die ist öffentlich. Kann man sie immer noch austricksen, indem sie, wenn sie hier rüber zieht? Hat er sie schlauer gemacht? Nein. Nee, von hier aus kann ich nichts machen. Was ist das Spiel Boyfriend Dungeon? Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus einem Date-Spiel und einem Dungeon-Crawler. Weil das Ding ist, seine Waffen sind leben und können sich in heiße Typen verwandeln. Und wenn du sie datest und sie sich nicht mehr lieben, werden sie, glaube ich, stärker oder so. Ich habe gehört, eine der Plotlines da ist ein bisschen heftiger, deswegen... deswegen war es, glaube ich, darüber gesprochen... Als Beispiel, wann und warum Spiele eine Triggerwarnung haben sollten. Klingt interessant, packe ich jetzt auch auf meine Wunschliste. Lebende Waffen sind einfach generell auch so ein Trope inzwischen. Ich meine, selbst Digimon hat das ja inzwischen. Werde ich meine Wunschliste nur noch privat stellen. Was gibt's auf Steam, was so krass ist, dass es niemand sehen darf? Ist es peinlicher als die Tatsache, dass ich alle Achievements bei Honey Pop habe? Oh, sag jetzt nicht, ihr werdet auch noch halb unsichtbar. Aber mir fällt auch jetzt erst auf, dass die Gravestalkers
aussehen wie Alvina, nur halt in schwarz und fies. Okay, und das ist eine Gruppe. Also solange sie nicht zu zweit kommen. Es gibt auf Steam auch Hentai. Ja, da war was. Gibt es eine wissenschaftliche Definition von Hentai? Beziehungsweise wann? Weil ich weiß nicht, ob Anipop nicht sogar theoretisch dazu zählt. Weil es ist ja, glaube ich, technisch betrachtet nicht Anime. Setzt Anime eigentlich immer noch voraus, dass es auch in Japan entstanden ist? Oder geht es wirklich um den Stil? Weil es gibt ja auch einige Co-Produktionen, die unter Anime fallen, obwohl sie im ersten Moment nicht danach aussehen. Ich sage nur, die alten Versionen von Vicky und Heidi fällt ja auch unter Anime. Okay, der Boss ist jetzt aber gar nicht mal so krass. Jetzt kriegen wir das Silver Pendant. Aber das ist nicht das, womit man ins DLC kommt, aber das soll man im DLC verwenden. Wait. Oh, ich glaube, das ist, wenn ich recht habe, ist das so ein Mindfuck, was passiert. Und dann hat er nämlich den DLC richtig ins Spiel integriert. Weil im DLC gehen wir durch dieses Gebiet hier praktisch rückwärts in der Vergangenheit. Warum kriegen Sie sich ihr Spiel? 10% habe ich nicht genug Geld, sonst stirbt das. Das Spiel ist in meinem Land gesperrt, 70%. Ich will nicht, dass meine Freunde sehen, dass ich das spiele. Alles legitime Gründe. Insbesondere, wenn es um Nintendo-Produkte geht, wie ich heute wieder festgestellt habe. Nee, aber ganz ehrlich, mein Guess. Wir haben jetzt das Silver Pendant bekommen. Das ist für mich ein klarer Hinweis, wir sollen ins DLC, wir sollen Manus besiegen. Wahrscheinlich sollen wir da auch Sif retten. Und entweder kriegen wir da das Crest of Artorias, weil wir da gegen ihn kämpfen. Oder weil wir Sif retten, ist dann Sif hier. Und wir zählen dann als Knight of Gwyn und dürfen auch durch die große Tür. Also wir müssen nochmal hierher kommen. Das kann ich. Weil sonst macht das mit der Tür keinen Sinn, dass die sich nicht direkt öffnet. Also wenn das so ist, dann wow. Dann ist das, finde ich, so die Art Sachen, die ich auch in einem Remaster irgendwie erwartet hätte, dass man den DLC richtig integriert in die Storyline. Ernst, dass du Omori nicht auf deiner Wunschliste hast? Boah, keine Ahnung. Was war nochmal Omori? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, will ich erst ins DLC? Will ich erst gucken, ob ich die Large Ember finde? Wie gesagt, ich habe eine Vermutung, wo die ist. Oder also die Very Large Ember. Oder will ich erst gucken, ob ich eine der Lord-Seelen kriege? Also wir haben hier doch relativ viel Freiheit. Aber ich weiß halt beim besten Willen nicht, was jetzt der einfachste Weg wäre. Omori war das Spiel, was dich zum Heulen gebracht hat. Aber worum ging es da? Ich kann mir da gerade nichts drunter vorstellen. Was ist... So, wenn ich mich hier anschließe, dann darf ich ja hier. Darf ich ja jetzt. So, das heißt, ich bin jetzt der Bro von den Dudes hier. Und die mögen mich jetzt. Aber ich zähle damit wahrscheinlich jetzt immer noch nicht als Knight of Gwyn, oder? Man kann natürlich sein, dass das DLC doch runtergestuft hat. Oder wir zumindest den Teil, den wir brauchen, halt früh kriegen.
Aber ich will da eigentlich schon mit einer +15-Waffe hin. Ist ein Spiel voller Depressionen, etwas wie Undertale. Und ging, glaube ich, als RPG. Aber Undertale war ja schon auch irgendwie wholesome. Also da ging es ja jetzt nicht nur um... Also es ging auch um Depressionen, ja. Aber es war ja auch schon irgendwie voller Liebe und total wholesome. Aber wir gehen mal auf Strength. Pass auf, wir warpen mal nach Firelink. Wir probieren nochmal, ob wir das mit dem Drake... Wobei, wir sind nicht stärker geworden, das mit dem Drake wird nichts bringen. Das heißt, es macht eigentlich nur Sinn... Wir platzieren das Lord Vessel. Wir platzieren das Lord Vessel und dann gucken wir, was passiert. Wir können ja... Ja, stimmt, wir können jetzt hier Firelink wieder in Betrieb nehmen. Das sollten wir vielleicht auch mal tun. Das hatte ich ganz vergessen. Thank you. I only hope that my impure tongue does not offend. Forgive, I am impure. Please, leave. I wish not to speak. Omori ist aber auch etwas länger. Oh. Moment, bin ich ja in ich muss Dungeon Defenders Awakened, da bin ich im Moment drin. Zusammen mit meinem Freund. This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar. Mir fällt gerade jetzt erst auf, dass hier einfach diese riesen Kammer ist, die man gar nicht erkunden darf. Interessante Szene, wo wir jetzt noch beim Hententeil wären. Ach, meinst du, der Schlangenexpress? Okay, er hat die Cutscene rausgeschmissen. Das heißt, wir sehen gar nicht die goldenen Wände, die normalerweise verschwunden wären. Oh, das ist so fies. Also die Lordseelen brauchen wir immer noch. Das hat sich nicht geändert. Aber wir hätten, aber heißt das, wir hätten schon von Anfang an die Lordseelen holen können? Wobei, nee, konnten wir nicht. Wir waren ja schon bei Nito. Wir waren ja auch schon bei Nito, aber wir dürfen nicht dahin warpen, oder? Kennst du Papers, Please? Ja, das habe ich tatsächlich gespielt, aber ich habe nicht alle Enden gesehen. Weil das Spiel ist auch tatsächlich, also... Ich muss es tatsächlich im Easy-Mode spielen. Ja. Wieso ist Grave of the Giants kein, warum ist da kein Bonfire, wo ich hinwarpen darf? Das heißt, ich muss mich wieder da runterkämpfen. Sorry, bei aller Liebe. Das mache ich nicht ohne +15-Waffe. Also... Ember, DLC. Wir versuchen das nochmal mit durch Blightdown zu kämpfen. Mit 20 Estus und einer +10-Waffe wird das ja wohl hoffentlich jetzt möglich sein.
Ich habe es selbst mit Easy Mode nicht geschafft, meine Familie zu ernähren in KDHS. Uff. Wie war das Glory to Astotzka? Hat Gronkh eigentlich mal Papers, Please gespielt? Weil ich habe irgendwie so im Kopf, dass er irgendwie das auch mal synchronisiert hat. Erste Meldung vom Spiel, my whole family is dead. Ja, das ist aber auch leider echt so. Das ist leider echt wahr. Das ist leider überhaupt nicht so selten. Ich hätte natürlich jetzt... Warum mache ich genau hier das Menü auf? Ich bin auch schlau. Aber wir können die Steine blocken. So, wir haben nicht so viele Hotbar-Slots, das heißt, wir machen mal kurz. Wir haben nur einen von den Blühenden, das ist halt auch nicht gut. Ich habe auch noch nichts mit den Seelen gemacht. Wenn die, das wäre jetzt so uncool, wenn sich rausstellt, dass die Seelen irgendwas Cooles können. Und wie ich eigentlich jetzt schon viel stärker sein könnte. Zweite Bewertung, just like Stardew. Was? Hä? Wie kommt denn der Vergleich zustande? In welcher Welt ist Papers, Please wie Stardew Valley? Ich meine, Stardew Valley hat auch einen Subtext mit Korruption in Pelican Town. Aber das ist halt schon eine dünne Verbindung. Dass ich viel weniger Damage nehme als vorher. Da. Wirst du wohl. Ich darf einfach nicht... Er lässt mich einfach nicht angreifen. Da liegt ein Item. War das vorher schon da? Spätestens seit der Ultra-Kill-Bewertung wissen wir, dass die Steam-Bewertungen ein reines Meme-Fest sind. Ja, wobei die auch sehr wholesome sein können. Ich erinnere mich noch an irgendeine Bewertung, wo halt ein Vater da geschrieben hat, ich glaube, es war Sea of Thieves? Es war irgendein Seefahrerspiel, was du auch im Koop spielen kannst, das er zusammen mit seinem Sohn gespielt hat. Und er dann beschrieben hat, wie sie sich ihre Aufgaben dann aufteilen. Und das war einfach so süß. Warte, wir haben hier Toxic und wir...
Okay, ganz ehrlich, der Ring kann schon den Poison-Effekt aufheben. Aber den Toxic Bro müssen wir loswerden. Weil der respawnt ja, glaube ich, auch nicht. Ultra Kill. Brutal Robot Sex at Breakcore Concert in Hell. What? Ganz ehrlich, wo ist jetzt der eine Bro, der uns beschossen hat? Found a way out of sex, Gabriel. Was? Ich verstehe nicht, wo war der Typ? Unten. Hä? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Habe ich erwähnt, dass dieser Ort dezent unübersichtlich ist? So, aber wir waren eigentlich schon richtig. Soll ich auch eine Ultra-Kill-Bewertung machen, wo ich etwas von Gay Robot Sex schreibe? Aber dann musst du auch kreativ sein. Okay, hier ist einfach nichts. Ich verstehe, ich frage mich ehrlich gesagt immer noch, wie dieses Video zustande gekommen ist von dem Typ in dem Tunnel. Wobei, ich habe inzwischen wohl rausgefunden, es ist wohl so, er rennt dem Auto nicht hinterher. Das wäre sehr scary, weil er mit dem Auto Schritt hält, sondern er sitzt auf einem Fahrrad. This game made me feel things for Gabriel. 10 out of 10, I'm a lesbian. Ich frage mich, ob HGLG je so gute Memes in den Bewertungen haben wird. Ich habe letztens noch eine Szene aus The Fast and the Furious gesehen, die verlinkt wurde, weil sie so absurd war. Wo einfach jemand einen Torpedo mit der bloßen Hand umleitet.
Das Traurige ist, im Kontext von The Fast and the Furious ist es nicht mal das Absurdeste, was da passiert. In dem Film hat es ja schon lange aufgehört, um schnelle Autofahrten zu gehen. Also wenn ich ich habe nur die Trailer immer nur gesehen, wenn die in den Kinos kamen, aber ich denke mir so, warum habe ich das Gefühl, ich gucke gerade den Trailer zum neuesten MCU-Film, wenn ich das sehe? Kommt der hier hoch? Okay, er ist nicht in der Lage, eine Leiter zu bedienen und anscheinend ist jetzt gerade irgendwas gestorben, was mir zwei Purple Moss Clumps gegeben hat. Dieses Video von dem Japaner, der dem Auto nachher bitte mal nachstellen. Real Life oder In Siedler? Weil ich finde, das macht eigentlich nur Sinn, wenn du die Amazonen in Siedler 4 hättest. Wobei, es gibt noch einen anderen. Ich habe, glaube ich, letztens noch irgendwann überlegt. Es gäbe noch eine Konstellation in Siedler, wo es auch passen würde. Scheiß Hunde, ne? Ich hatte das Gefühl, die sind aber auch weniger Gegner als beim letzten Mal. Okay, nee, das liegt daran, dass ich vorher nicht so weit gegangen bin. Also ich bin weiter gegangen, als ich hätte gehen sollen. Und das nur, wenn man eine Amazon hätte. Schon was von homosexuellen Siedlern gehört. Das Ding ist, dass Siedler ja nicht mal groß Charaktere hat. Es gibt drei Charaktere in S4 mit Namen und einen davon sieht man nicht mal. Gut, es gibt einen, der noch einen Namen hat, den man nur im Comic erfährt mit dem Gärtner, aber ansonsten... Klingt sehr bedrohlich hier. Da oben ist ein Item. Ich würde ja die Skull Lantern nehmen, aber... Okay, Kamera... Okay, da geht's runter. Danke, dass die Kamera schön in die Decke glitscht. Dass man auch nicht sieht. Ich mag Blighttown nicht. Es ist dunkel und man sieht nichts und alles ist unübersichtlich. Also da finde ich tatsächlich The Gutter in Dark Souls 2 noch angenehm, weil du wenigstens die Fackeln hast, die du anmachen darfst. Das heißt, jedes Mal siehst du ein bisschen mehr als vorher. Träger, Bauarbeiter, Minenarbeiter und viele weitere 4 Variationen. Das ist nicht meine Definition von Charakteren mit Wiedererkennungswert.
Bye. Alles klar, der lebt einfach noch. Ich sehe ja das Item da unten, aber ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass wir nicht wieder hochkommen. Okay, ich verstehe. Wir sind, glaube ich, fast am Anfang von Blighttown. Das ist nicht gut. Okay, das geht. Ich dachte schon, wir kriegen jetzt irgendwie voll viel Schaden. Nee, Leute. Warte. Oh. Ich dachte schon, wir kleben mir fest, aber wir durften die Leiter noch benutzen und dadurch uns dann da rausglitschen. Liebe Devs, packt in euer Spiel bitte grundsätzlich einen Unstuck-Command, ja? Das Dunkel, man sieht nichts, ist unübersichtlich. Hätte es nicht fast alles dasselbe? Hinterfrag mich nicht! Oh ja, das ist die Geschichte hier. Wo man, glaube ich, stehen bleiben soll, wenn es sich bewegt, damit es sich wieder korrekt ausrichtet. Oder auch nicht. Niemand mag dieses Gebiet! Ich hinterfrage alles und jeden, was willst du dagegen tun? Gute Frage. All dieser Weg und man kriegt zwei große Titanitsplitter, die man am Anfang hätte brauchen können. Ich mag dieses Gebiet. Du hast Dark Souls im Darkroot Basin aufgegeben. Du hast nichts zu melden. Moment, da waren wir schon. Wir sind hier lang. Bitte bezwinge mich nicht, den Weg wieder zurückzugehen. Nein, das sieht nicht korrekt aus. Drüben ist auch ein Item. Okay, ja, und hier glitsche ich schon fast von der Brücke runter. Von hier aus sehen wir das Item nicht mehr. Du hast Dark 6 nicht auf normal geschaffen, um deine Schlechtheit zu vertuschen. Also das Spiel komplett neu gebalanced, wo wäre Vorteile in der Mission zu haben. Also hast du in S4 nicht so. Ich habe tatsächlich Dark 6 mal auf normal geschafft, aber das war mehr Glück als Verstand. Es ist nicht unmöglich.
Aber das Spiel erwartet halt, dass du in Valilla eine Spielstrategie einsetzt, die nicht gut ist. Das machen halt leider einige Karten in dem Game. So, wir geben dir keine Rohstoffe, aber du kannst Magie einsetzen. Wie soll ich da hinkommen? Okay, irgendwas ist gerade gestoppt. Ist einfach nicht gut daran, es richtig einzusetzen. Stimmt, ich muss meinen Glücksskill bei den göttlichen Geschenken ein bisschen pushen. Ansonsten, ich habe hier nur wissenschaftlich erwiesen, dass die ganzen anderen Zauber allesamt wertlos sind. Warte, kann man hier durch? Nee. Das wäre jetzt aber auch echt krass gewesen, wenn sich das jetzt rausgestellt hätte. Ich weiß nicht, wo ich schon war, okay? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah, jetzt mal ehrlich, wie kommt man da hin? Wir kommen nicht hier drauf. Wo ist die Sky Lantern? Wie soll man da hinkommen? Da unten ist irgendwie ein Steg. Dieses Gebiet ist zu kompliziert für mich. Hier ist ein Loch, aber das ist ein Sturz ohne Boden. Hier mal ordentliche Kamerawinkel hinzubekommen. Ich habe das Gefühl, wenn ich sterbe, dann wahrscheinlich durch einen Sturz, aber nicht durch einen Gegner. So, ich suche jetzt nicht noch ewig nach einem Weg nach diesem Item. Soll ich dahin? Ist das der Place to be? Ich war so lange nicht mehr im Blighttown und vor allem nicht rückwärts. Ich bin gerade durch den Scheißboden geglitscht. Ich hab gesagt, wenn ich sterbe, dann durch einen Sturz. Technisch gesehen war das ein Sturz. Dieses Scheißspiel. Aber Moment, wir müssen jetzt hier langsam mal unbedingt Tiny Beings Ring benutzen, den Poison Resistance Ring. Der hilft leider nicht gegen Toxin, das ist uncool.
dachte, wir spielen hier Dark Souls und nicht Retail Sonic 06. Böden, die übrigens aus Boden bestehen. Aber es wirkte schaffbar. Das Problem war jetzt halt wirklich, dass ich mich verirrt habe. Und am besten Willen nicht mehr wusste, was, wo es jetzt weiterging. Und was davon nur Nebenpfade sind, die mich nur verwirren sollen. Okay. Der Angriff connected einfach nicht. Ich müsste vielleicht auch mal meine Items langsam reparieren, aber erstmal was trinken. Das war so klar, dass das jetzt kommt, deswegen habe ich auch extra nicht den Deckel draufgeschraubt. Lol. Ja, ihr seid halt sehr vorhersehbar. Outsmarted. Warte, da läuft ein Hund in dem Rad. Hä? Das ist mir noch nie aufgefallen. Wäre ja besser gewesen, das nicht einzulösen. Was dann umsonst ein... Spiel. Wenn du es dann umsonst eingelöst hättest. Ja, das musst du dich jetzt natürlich entscheiden, ob du doch spekulierst, dass ich drauf warte. Oder darauf spekulierst, dass ich nicht drauf warte. Ich hätte natürlich mal beim Bonfire auch rasten können, dass ich meine... Ah, ich habe das Warte, das Bonfire ist, glaube ich, wieder zurückgesetzt auf die 10, ne? Weil, weil die Feuerhüterin tot war. Lass mich das Spiel bitte mal raus aus dem Sumpf, dankeschön. Aber der eine Dude mit den Pfeilen fehlte auch. Also, der respawnt tatsächlich nicht. Ich habe das jetzt in die Best-of-Liste mit aufgenommen. Was, dass ich dich outplayed habe?
Okay, selbst der Grab-Angriff macht nicht mehr so viel Damage. So, hier bin ich einfach... Hier war die Leiter. Die böse Leiter. Hier. Hier bin ich durch den Boden geglitscht. Ach, du bist ja noch hier. Schau dir, Austria. Ah, da liegt da oben nicht ein Item? Nee. Habe ich das Gefühl gehabt, dass da gerade ein Item lag? Doch, da oben ist ein Item, aber wie komme ich da hin? Ich glaube von da oben aus. Milk inside the bag of Milk inside the bed of Milk. Boah, dieser Name, ne? Ich glaube, irgendwann muss ich einen, ich spiele alle Spiele, die Creative Element hier mir je empfohlen hat, Stream machen. Aber ich glaube, das ist so ein Stream, der wird ewig lang. Jetzt sind wir wieder da. Da drüben waren wir schon, das ging nicht weiter. Wie zum Fick komme ich hier raus? Hier. Ja, das war da. Hier war ich. Und hier war ich genauso überfragt. Warte, ich verstehe, wie man an das Item rankommen soll. Ich verstehe noch nicht, wie man da oben hinkommen soll. Die Skull Lantern hilft aber auch nicht wirklich weiter. Not gonna lie. Es sind mehrere kleine Spiele, die du alle in einem Stream abhaken kannst. Eine größere Spiel, für die du mehr als einen Stream bräuchtest. Könnte ich mir sogar fast mal überlegen. Aber wie soll ich jetzt hier hochkommen? Milk outside a bag of Milk outside a bag of Milk.
Da hat aber jemand diesen Joke bis auf die Spitze getrieben. Man sieht hier so viele Items, aber ich habe das Gefühl, die Hälfte davon sind irgendwie nur als Troll da. Weil an fast allen Stellen, wo Fackeln sind, sind auch Leitern, aber hier nicht. Das kostet aber 7 Euro, ist es länger, das habe ich selber noch nicht gespielt, aber auch immer sehr gut. Wahrscheinlich 10-mal besser als das hier gerade. Oh, ich liebe es, wenn mein Charakter an dieser Stelle glitscht. Ich muss Reader empfehlen. Ich habe gehört, es ist eine Gruppe von Leuten, die einen Siedler 3 und 4 machen wollen. Klingt interessant. Ich habe gehört, dass ich unter diesem Spiel eine Meme-Bewertung schreibe, wenn es Siedler hat echt nicht genug Memes. War ich da drüben schon? Nee, weil hier ist ein Gegner. Das heißt, hier war ich noch nicht. Wie soll ich die ganze Zeit diesen Steg übersehen? Das ist... Ja, weil hier ändert sich auch das Licht. Bitte lass hier ein Bonfire sein. Ich will mich jetzt... Ich will nicht jedes Mal wieder neu durch dieses Gebiet irgendwie... Hier sind die zwei gewesen. Die sind runtergefallen vorhin. Okay, ich kapiere jetzt, wie ich da rüberkomme. Das heißt, das Item snacken wir uns. Ich sehe es kommen, das kostet mich jetzt alles. Fireki. Oh, das ist worth. Das ist sowas von worth. Endlich Estus plus 2. Der Schwefel in diesem Spiel hat zu viele Anwendungen. Das habe ich mir anders vorgestellt. Warum gibt es keinen Gay Robot Sex? Warum gibt es kein Nutzinosium? Das könnt ihr dann wahrscheinlich zu den DLCs schreiben. Okay, wir sind aus Blighttown raus. Aber gut, in Blighttown findet man normalerweise auch eine Firekeeper Soul. Also, sie war noch da, sie war nur verschoben. Ein Ort, wo keine Sau hingeht normalerweise. Okay, da ist der Eingang. Was ist hier unten? Was ist eigentlich die englische Übersetzung von Nutzlosium? Uselessium. Und das ist tatsächlich etwas von TV Tropes. Ich weiß nur gerade nicht mehr, was da der Trope-Namer war. Aber ich habe tatsächlich es dann zur... englischen TV-Trope-Seite von Siedler hinzugefügt, dass Schwefel diese Rolle erfüllt. Okay, das führt einfach beides zum selben. Wow. Nee, warte, das führt nicht zum selben.
Okay. Irgendwas ist da gerade runtergesprungen. Kommt bitte einzeln. Ich nehme mir Zeit für euch. Wie beendet man eigentlich ein Twitch-Abo? Über den Abo-Button. Ring of Sacrifice. Auch so ein überflüssiges Teil in den im ersten Dark Souls. In Dark Souls 2 macht er ja noch halbwegs Sinn. Locked. Something warm is lodged in the keyhole. Was? Du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass ich den ganzen Weg... Warte. Remove item. Melted iron key. Warte, der Schlüssel ist geschmolzen und jetzt benutze ich den aber trotzdem die Tür. Was? Hä? Warum? Oh Gott, bless ein Bonfire. Gott bless. Sag ich nicht, damit du gezwungen bist, weiter monatlich Geld an mich zu geben. Du sollst das ja freiwillig tun und nicht, weil du dich gezwungen fühlst. Außerdem weiß ich ja, was Sache ist bei dir. The Sluice Works. What? Das klingt viel zu lecker. Für eine Kanalisation. Das klingt wie eine Mischung aus Slush und Juice. Die Slimes sind übrigens so Kackgegner. Ich hasse sie. Halten ewig viel aus, sind aber echt keine echte Gefahr. Aber man kann sie auch nicht ignorieren. Okay. Jetzt bist du hier. Wow. So, aber wir müssen nochmal zurück. Ich laufe nicht mit 23.000 Seelen rum, wenn wir leveln können. Wir können unsere Sachen reparieren. Oh ja, die hatten schon gut Dings verloren. So, pass auf. Warp. Ich will nicht riskieren, dass wir hier nicht wieder hin zurückwarpen dürfen. Wobei das hier ein Bonfire sein sollte, wo wir hoffentlich hinwarpen dürfen. Genau, jetzt fehlen uns natürlich die Seelen, um zu leveln. Das müssen wir nochmal kurz gerade richtig stellen. Aber das sollte ja mit den Ratten hier kein Thema sein. Wenn ich den Sub jetzt cancel, verliere ich den Support. Nee, der verlängert dann einfach nur nicht mehr automatisch. Ich glaube, du kannst sogar einen Grund angeben, warum du canceln möchtest. Wobei das halt mehr für Twitch ist. Wow. Stopp, Leute.
böse Chinchillas. Kostet immer noch Level. Warte. So, Endurance leveln wir, glaube ich, noch bis mal zu 40, weil ich glaube, dann hört es auf, seinen vollen Effekt zu geben. So, hier gibt es jetzt mehrere Wege. Wir gehen erstmal den linken Weg lang. Okay, hier ist der Channeler. Ist Gaping Dragon hier? Warte. Hä? Wo ist der Dude? Ist der auf der unteren Etage? Ich riskiere jetzt nicht, den Bosskampf zu triggern, wenn der Challenger nicht tot ist. Ich gehe dann mal als Grund an, hey, der Bad Interaction mit dem Streamer. Bitte nicht. Wollte nicht Outer Wild spielen. Das ist okay. Warte, wir müssen nach oben und ich glaube, da drüben ist auch ein Weg nach oben. Hä? Ist hier nirgendwo eine... Hier ist eine Chest. Wow. Wenn ich auf Abo gehe, könnte ich das echt hinschreiben. Twitch wird sich dann auch denken, what? Frage, ist der Channeler über oder unter uns? Aber wieso kann ich hier runtergehen, aber nicht rauf? Das ergibt keinen Sinn. Zu wenig Gay Robot Sex. So, warte, ich glaube, der Weg nach oben ist hier. Weil hier geht ja auch eine Treppe rauf. Und nach rechts ist, glaube ich, dann der Weg, wenn wir uns durch die Untiefen kämpfen wollen. Wait, das... Ach, hier ist das fette Chinchilla. Nicht mehr Jeff Bezos das Geld geben, weshalb ich den Stream jetzt über Patreon support hier. So. Wow, stopp! Diese Ratten. Habe ich bis jetzt noch keine Basilisken gesehen?
Aber der Ring of Evil Eye, der ist halt hier in dem Kontext sehr, sehr gut. Muss ich davon ausgehen, dass das wirklich gelesen wird? Ich glaube nicht. Ja, das ist der Ort, wo wir hin wollten. Ihr seid alles One-Taps. Aber ich sehe immer noch keinen Channel. Warte, der Channel, da ist da unten in der Arena. Also Kai, hätte ich mir die Suche auch sparen können. Aber ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn der Bosskampf auch noch in der... Also wenn der überhaupt noch da ist. Kann natürlich auch sein, dass das Skipping Dragon einfach entfernt wurde, weil das so ein Meme ist. Könnte sich hier dezent verlaufen, würde ich mal behaupten. Das hier sieht aus wie eine Tür. Hier werde ich doch jetzt bestimmt gegankt. Channeler's Trident. Okay, wenigstens muss man den nicht mehr grinden. Als ob Gaping Dragon nicht mehr hier ist. Als ob der ersatzlos gestrichen wurde. So, was war dann hier rechts? Basilisk? Hallo?
Oh shit. Curse wäre jetzt uncool. Das tut mir, weil ich selber den Genocide Run mehrfach gemacht haben musste, damit das mit dem Spiel auch funktioniert. Aber im Spiel nur die Spieler dafür bleiben, dass sie wissen wollen, was passiert. So, die kommen jetzt rauf. Und werden gepancaked. Ja, super. Shit, hier komme ich nicht raus. Workers Key. Ah, okay. Hier bin ich. Okay. Bei denen ist wohl die KI aus. Bei Spielen mit so Psychoterror-Stuff finde ich es mir auch schwer, was immer wieder playtesten zu müssen. Gut, es ist ja auch so ein Thema, was es mit Entwicklern macht, die zum Beispiel halt realistische Folterszenen nicht nur schreiben, sondern auch halt animieren und müssen und sowas. Ich muss auch sagen, GTA 5, das mit der Folterszene, das war halt auch... Ich meine, es hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Ich meine, die war ja damals sehr kontrovers, aber ich würde mal behaupten, das war der Sinn, dass die sich nicht gut, also dass sie sich für den Spieler nicht gut anfühlen sollte. Aber vielleicht auch so ein bisschen den Spiegel vorhalten sollte, weil ganz ehrlich, was man in GTA alles macht, und das soll dann, fühlt sich dann aber doch schlimm an. Genau, Sam hat da mal ein Video drüber gemacht. Ah, wir kommen hier gar nicht raus ohne den Workers Key. Deshalb müssen wir das erkunden. Das habe ich gar nicht gesehen. Verstehe. Aber nichtsdestotrotz, was... Wo ist... Wie kommen wir dann zur Ratte? Habe ich jetzt noch irgendwas verpasst? Nee, hier waren wir schon. Das ist auch leider echt so ein Gebiet. Ich mag es nicht, weil es so unübersichtlich ist, aber ich werde dadurch, dass ich es auch nicht mag, es auch nie richtig lernen. Okay, hier ist jetzt nichts. Ach doch, du bist jetzt hier. Gold Pine Resin Crystal Sword, aber nichts, was wirklich gut ist. Komm, die holen wir jetzt einfach mal, falls wir
aus irgendeinem Grund auf Quantity Usage zurückgreifen wollen, was ich aber nicht glaube. Letztens wieder so ein Clown gesehen, der meinte, eine Switch Pro zu fordern, weil... Vor allem, ganz ehrlich, bei First-Party-Titeln, was Nintendo, Pokémon effektiv ist, ist es halt echt nicht entschuldbar. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also abgesehen davon, dass es natürlich Aufwand und Geld kosten würde, die Spiele halt für die Switch zu optimieren von Third-Parties, ich glaube auch, dass es bewusst, also ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch bewusst nicht gemacht wird, weil du damit halt den Ruf der Plattform schädigen kannst. Und wenn das natürlich eine Plattform ist, für die irgendwie niemand so richtig entwickeln will, weil du halt da ein bisschen Mühe investieren musst. Der Slime macht einfach mehr Damage gefühlt, als wenn er auf mich drauf fällt, als dieser normale Gegner vorhin im Blighttor mit seinem Grab-Angriff. Wieso zum Fick haut der jetzt so rein? Kann das sein, dass der Schild ignoriert? Dafür ist hier nichts. Irish Outskirts. Als ob wir schon... Nee, wir sind noch nicht ganz raus. Kann man schon sagen. Aber ich weiß, was kommt. Ich habe so ein Gefühl, dass die Ember hier sein könnte, wo normalerweise die normale Large Ember ist. Dass hier jetzt die Very Large Ember ist. Weil die hier Sunlight Metal. Die ganzen Covenant-Sachen müssen ja eigentlich auch irgendwo erhältlich sein, weil es gibt ja keinen Multiplayer. Aber dadurch, dass das Gebiet ja hier jetzt praktisch ein Late-Game-Gebiet, oder was heißt Late-Game? Man kann es ja früh machen, man kann ja direkt rein, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du es früh machen sollst. Natürlich, hier unten habe ich natürlich auch keine Hitbox. Das ist mal arg auf der Switch gesehen, was da übrigens trotzdem 60 Euro kostet. Ja, das ist... Ganz ehrlich, ich habe mir heute noch tatsächlich überlegt, wenn ich Nintendo wäre, ich würde echt, eigentlich muss Nintendo bestimmte Standards bei Third Party, also zumindest von der Performance her halt, eigentlich setzen und darauf pochen, dass die erfüllt werden. Und wer die nicht erfüllen kann oder will, der braucht dann gar nicht erst für die Switch zu entwickeln. Und klar, das würde bedeuten, es gibt weniger Switch-Spieler, aber vielleicht würden die Spiele, die es gibt, auch funktionieren. Und ich meine, Nintendo hat ja eigentlich nicht die Angst davor, seinen eigenen Weg zu gehen. Nur leider sind sie nicht immer da standhaft, wo es gut wäre, dass sie standhaft sind. Ich habe auch inzwischen echt nicht mehr viel Liebe für Nintendo übrig. Wenn ich Nintendo wäre, würde ich alles Open Source veröffentlichen. Nein, würdest du nicht. Ich finde es erstaunlich, dass die
Dings fehlt, die Kiste, wo normalerweise die, oder? Ich habe die Kiste nicht gesehen, wo normalerweise die Large Ember drin ist. Vielleicht, aber ich kann mir auch, gut, das kann natürlich jetzt auch sein, dass ich komplett falsch liege und die Very Large Ember ganz woanders ist. Warum denkst du, ich würde nicht alles Open of Source machen? Weil es was anderes ist, über das Werk von Fremden zu reden, im Vergleich zum Werk von was man selber gemacht hat. Und man dadurch weiß, was da alles drin steckt. Und ganz ehrlich, es muss auch nicht alles Open Source sein. Womit man, finde ich, durchaus arbeiten könnte, wäre halt, dass, wenn etwas nicht mehr aktiv in Entwicklung ist, eine bestimmte Zeit lang, und halt seinen Produktzyklus hinter sich hat, gerade bei Spielen, dass halt dann irgendwann halt automatisch der Source Code halt irgendwann zur Verfügung gestellt wird. Beziehungsweise auch generell IPs, dass die halt irgendwann, was heißt freigegeben, aber zumindest vielleicht wieder an den wenn sie nicht mehr beim ursprünglichen Erschaffer sind, halt nicht halt daran wieder zurückgehen oder so. Okay, wir sind hier. Vielleicht ist natürlich die Large Ember auch irgendwo hier in einem der Räume versteckt. Da wir hier ja nicht hin dürfen vorher. Wow, wo kommst du denn her? Wusste ich doch, dass ich Schritte gehört habe. Was zum Fick? Ach so, das ist das Aquädukt. Ich habe ganz vergessen, dass es das gab. Das sollten wir auf jeden Fall schon mal aufmachen. Nach 5 Jahren, aber 5 Jahre nach Ende des Produktzyklus würde ich sogar noch mitgehen. Aber wenn du die Spiele jetzt anguckst, die leben nach 5 Jahren durchaus noch und werden noch aktiv gepflegt. Aber ja, ich glaube, dass das der Innovation deutlich mehr bringen würde, weil, ich sag mal so, wenn eine Firma wie Adobe sich nicht darauf ausruhen könnte, dass sie halt jedes Jahr einfach die Jahreszahl auf ihrer Software ändert, sondern halt wirklich spürbare Änderungen reinbringen müsste, dann wäre Adobe Premiere wahrscheinlich auch ein tragfähigeres Produkt. Ich dachte, dass Capture eigentlich nee, hier ist ein Bonfire. Warum ist hier ein Bonfire? Ich traue dem nicht. Ich weiß, was grob was kommt, aber okay, sie ist jetzt hier. Poison Throwing Knife, Transient Curse. Purging Stone haben wir nicht. Hier müssen wir später auf jeden Fall nochmal hin zurück.
Man sagt Source Code oder Notanfall, wir haben 5 Jahre kein Update rausgebracht oder so, können alle Firmen das easy umgehen. Ja, deswegen sage ich halt, es muss halt schon auch irgendwie substanziell sein. Okay, Capra Demon. Wir sind nicht mehr in dieser winzigen Arena, das ist schon mal sehr nett. Sind wir dezent over... Ich glaube, wir sind dezent overleveled für ihn. Sage ich und krieg auf die Fresse. Wow. Oh, wow, 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 wow. Hätte ich doch nur nichts gesagt. Er hat eine zweite Phase bekommen. Wir dürfen nicht mit ihm traden, das ist nicht... Oh, das Rückwärtsrolle war nicht gut. Ich will dann eventuell jede Version dieses Spiels einzeln zählen. Potenziell. Also ich... Bei bestimmter Software könnte man das definitiv so handhaben. Ich meine, man könnte ja auch... Okay. Er ist geflohen. Kriegt man irgendwas, wenn man ihn bei der ersten Begegnung besiegt? Bestimmt, oder? Hoffentlich nichts super weltbewegendes. Wir hatten ihn ja sogar fast... Aber es ist cool, dass er sogar noch tatsächlich eine zweite Phase gekriegt hat. Und es sieht schon sehr eindrucksvoll aus, wenn er hier so diese enge Gasse runterläuft. Anders als in dieser kleinen Arena, wo er sonst ist. Nee, aber was ich meinte wegen Open Source, was man halt theoretisch auch machen könnte, ist, dass man halt als Nutzer ab einem bestimmten Zeitraum vielleicht eine Prüfung verlangen kann, ob die Updates, die es in den letzten Jahren gab, ob die substanziell genug sind, um das zu rechtfertigen, dass der Source Code noch nicht öffentlich ist. Gäbe es dann eine Prüfung, ist uns ab. Es müsste irgendeine Stelle geben, die hast halt anhand von bestimmten Kriterien beurteilen kann. Peculiar Doll. Warte, jetzt können wir in die gemalte Welt? Hier ist die... Ich meine, gut, es macht Sinn, hier unten in der Altstadt eine Puppe zu verstecken. Trotzdem irgendwie jetzt überraschend. So, Moment, wir machen mal kurz hier den Weg auf.
So, es hieß, unser Ziegenbro ist geflohen in eine andere Höhe. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, oben auf der Brücke, wo der Fire Drake ist. Wenn wir Pech haben, ist das wirklich so, weil da kommen wir nicht an ihn ran. Außer er tötet den Drake. Aus welchem Grund auch immer. Und dann können wir auf der Brücke gegen ihn kämpfen und hätten dann aber gleichzeitig den Covenant frei. Für, ich denke mal, dass das dann als Knight of Gwyn zählt. Hier? Nein. Greater Heights? Ja, dann würde ich vielleicht sagen, oben die Kirche? Oder die Brücke? Wo ist Capra Demon hin? Gut, dann am besten nicht mit Korruption beeinflusst mal sein. Das stimmt, aber das ist halt immer das Problem. Und es muss ja auch international anerkannt sein. Und das, daran wird es halt schon scheitern. Ist nicht da. Wo ist der Bro hin? Aber wir haben jetzt immer noch nicht die Very Large Ember. Danke, Dark Souls. Kann es sein, dass man in dem Spiel auch dauernd an denselben Orten ist? Wieso? Die Orte sind halt alle... Also in Dark Souls 1 ist es halt noch sehr stark so, dass halt alles miteinander verbunden ist. Also zum Beispiel jetzt hier ist halt ein... Das ist jetzt halt ein Shortcut zu dem Gebiet, wo wir am Anfang waren. Normalerweise würdest du halt den in Dark Souls als normalerweise würdest du jetzt einen der ersten Orte freischalten. Aber da wir hier einen anderen Weg gehen mussten, sind wir jetzt halt hier erst viel später hin.
Und ich hätte auch warpen können, fällt mir gerade ein, aber gut, dann hätte ich meinen Bloodstain nicht wiederholen können. Aber andere Höhe klingt für mich immer noch nach, entweder nach der Kirche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ewig weit weg gelaufen ist. Ich meine, an wie vielen Orten kannst du diesen Boss hinknallen, ohne dass halt, auch seine KI muss ja auch damit klarkommen. Ansonsten, also noch höher, dann fällt mir nur Anor Londo ein. Was insofern passen würde, dass wir auch die Puppe gefunden haben. Das heißt, wir wollen da sowieso demnächst wieder hin für die gemalte Welt. Dass du an einigen Orten mehrfach warst. Ich dachte, das wäre eigentlich mal so, dass man jeden Ort pro Playthrough einfach nur einmal sehen kann. Nee, Firelink, hier kommt man ja regelmäßig zurück, weil einfach gefühlt die Hälfte der Orte im Spiel hier hinführt. Und ansonsten musste ich ja einiges ausprobieren, wo es am besten lang ging. So, wo dürfen wir jetzt überall hinwarpen? Es ist kein neues. Okay, es ist gut, dass wir nicht weggeworpt sind von den anderen Sachen, weil da ist nichts Neues. Also das haben sie auch, hat auch sehr stark eingeschränkt. Ich kann verstehen, warum, weil das Lord Vessel halt auch so ein bisschen das reduziert. Mit dieser Verbundenheit. Man merkt halt sofort diesen Shift in der Umgebungsgestaltung, so ab in der zweiten Hälfte, wenn man das Lord Vessel hat. Weil dann hört das nämlich auf mit dieser Verbundenheit untereinander. So, not gonna lie. Die Kirche wäre ein cooler Ort für den Bossfight. Oder das Dach von der Kirche? Könnte es sein? Ich meine, unter Umständen konnte man den Kampf ja schon relativ früh machen und man sollte ihn verlieren anscheinend. Oder ich meine, man kann ihn anscheinend schon gewinnen, aber es wird durchaus wohl damit gerechnet, dass man den ersten Kampf verliert. Was ist, wenn man diesen Kampf eigentlich früh machen sollte, damit der hier in sich nach oben hingeht, wo normalerweise die Gargoyles wären? Ergibt das Sinn? Könnte das sein? Es wäre auf jeden Fall eine clevere Art, die Arena wieder zu verwenden. Nein. Die Vermutung ist es nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass er irgendwo hier sein muss. Wie gesagt, Anor Londo ergäbe zwar auch noch irgendwie Sinn wegen der Puppe, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Capra bis nach Anor Londo verschoben hat.
Das hier sieht auch nach aus, als könnte man hier gut eine Arena für Capra Demon machen, aber das ist es ja leider nicht. Also ein paar Sachen verstehe ich beim besten Willen noch nicht, wie die gedacht sind, dass man die tun soll. Pass auf, wir reisen einmal schnell nach Arnor-Londo und gucken, was da ist. So, wir können unser Estus upgraden. Very auspicious. I pray that through you. Jetzt kommt aber noch höher wird das hier nicht. Gut, auf die Distanz werden die wahrscheinlich auch alle nicht gerendert. Also selbst wenn der Capra da unten wäre, würde ich ihn nicht sehen. Aber wir können mal kurz die Kisten auschecken, die da drüben bewacht werden. Beziehungsweise da drüben ist, glaube ich, und da aber auch. Okay, die sind stark. So viel ist es aber, dass sie zu zweit sind. Und ihr Schild ist natürlich auch perfekt. Okay, ist keine Mimik. Voltaic Kite Shield. So, ich habe, was ich wollte. Mal gucken, wie weit ist deren Aggro-Range? Okay, nicht super weit. Komm zurück. Wir haben Capra leider noch nicht gefunden. So, ich kite euch mal eben hier rüber. Unser Estus ist jetzt auf plus 2 mit der Feuerhüterseele, die wir vorhin gefunden haben, aber ansonsten ist jetzt nichts Weltbewegendes passiert. Sorcery Magic Weapon. Okay, der Bro ist immer noch da. Ich glaube, ich muss mir das noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Wir haben jetzt einige Möglichkeiten, die wir beim nächsten Mal testen können. Wir können jetzt in die... Ich darf nicht ruhen. Schon sagen. Wir können jetzt in die gemalte Welt. Ich bin mal gespannt, wie das drin ist. Wir können in den DLC. Wir können probieren, ob wir
eine der Lordseelen holen. Außer der gemalten Welt will ich eigentlich nichts davon mit einer +10-Waffe machen. Aber ich weiß halt beim besten, also ich hoffe, dass die Ember nicht irgendwo versteckt an einem Ort ist, wo ich vorbeigelaufen bin. Das fände ich maximal uncool. Ich fände es noch irgendwie cool, wenn sie im DLC drin wäre, wenn das jetzt so integriert ist. Bei den Lordseelen kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, weil das würde voraussetzen, dass man die in einer bestimmten Reihenfolge macht. Andererseits war sie in Dark Souls 1 auch in Richtung einer Lordseele. Nur eine halt, die man theoretisch sehr früh machen konnte. Keine Ahnung, ich will mich auch nicht spoilern lassen, aber das ist so ein Moment, wo ich jetzt vielleicht... Ja, keine Ahnung. Ich überlege mir das Ganze mal, wie wir das am geschicktesten machen. Ich muss ansonsten mal gucken. Ich denke mal, Donnerstag wird der Stream dann, und wenn alles gut geht, früher losgehen. Weil wir da das Drei-Völker-Longplay machen. Um dann halt, damit das als Vorbereitung dient für die Siedler 4 Vegan-Challenge. Ich bin mal gespannt, wer alles dabei sein wird. Bis dahin.